Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute will ich es ganz kurz machen. Ich will euch die Ladesäule im Einkaufscenter, im Rhein-Center in Köln-Weiden vorstellen. Ich will euch kurz die Anfahrt zeigen, wo sich die Säulen befinden. Für den einen oder anderen vielleicht interessant, die sind nicht in der Einfahrt, sondern halt ein bisschen weiter im Parkhaus versteckt. Es sind zwei Säulen, es sind vier Anschlüsse, jeweils 22 kW. Ich habe vor, dort nicht mit der New Motion Karte zu laden. Eigentlich ist der Betreiber der Säulen das Rhein-Center, das Einkaufscenter, aber es sind der New Motion Säulen. Und mit der New Motion wissen wir ja, wie das mit der Preisgebung da so ist, ist nicht gerade günstig. Je nachdem, wie lange man lädt. Deswegen werde ich versuchen, mit der Karte von oder der App von ENBW zu laden. Da gibt es ja derzeit dieses Angebot. Pauschal 1 Euro pro AC bzw. 2 Euro pro DC zu laden. Und das werde ich probieren. Und gleich, sobald ich da bin, das Handy zücken und versuchen, für 1 Euro pauschal aufzuladen. Voraussetzung, das ist natürlich immer so eine Sache. Voraussetzung ist Handyempfang. Irgendwo in der Tiefgarage, so und so viele Meter unter der Erde und viel Beton, ist es schwierig. Aber die Säulen sind auf Oberdeck, beziehungsweise nicht ganz, sind glaube ich auf der zweiten Parketage nach oben. Also ich hoffe, der Internetempfang spielt mit und ich kann die Säulen per Handy aktivieren. Das ist es. Ich zeige euch gleich die Anfahrt und dann sind wir schon da an den Ladesäulen, kurz die Ladung starten und dann soll es das für heute auch gewesen sein. Ich melde mich. Bis gleich. So, ich fahre jetzt ins Parkhaus. Bin jetzt von der Stadt ausgekommen, also stadtauswärts. Gefahren auf der Aachener Straße und das ist hier die Einfahrt in der ersten, also quasi vor dem Rhein-Center, sich Richtung Parkhaus halten. Es gibt da hinten auch noch eine Einfahrt. Ich bin jetzt hier aber die vordere Einfahrt gefahren. Quasi einmal wieder raus und gleich wieder rein. Ich muss das Kärtchen hier gerade wieder nochmal reinstecken, quasi einmal durchfahren. Das ist ein bisschen doof gemacht. Das hier ist quasi die Zufahrt. Vorne die Schranken, die hier zu sehen sind. Links daneben ist die Hauptzufahrt, würde ich sagen, wenn man jetzt von außen kommt, von stadtauswärts hier rein möchte. Zweites Oberdeck. Wir fahren mal ganz nach oben. Dann ziehen wir das nächste Kärtchen.
Hier sind die Säulen. Ich habe sie gefunden. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, wie das ich vorhabe mit der Karte von der, oder beziehungsweise der App hier zu laden von der INBW. So, Video wird jetzt pausiert, weil ich die App brauche, melde mich aber gleich nochmal dazu. So, das Laden funktioniert, allerdings nicht mit der INBW-App. Das klappt nicht, da bekomme ich immer nur Fehlermeldungen. Ich habe es jetzt aktiviert mit Plug Surfing und kann jetzt hier mit 6 kW laden, wie wir sehen. 20 Minuten bis 50%, 2,5 Stunden bis 75%. Also ich denke mal, dass ich eine Stunde oder zwei hier für den Einkauf brauche. Das Ganze wird jetzt hier kosten 37 Cent pro Kilowattstunde, sagte mir die App, sagte mir die Prognose. 37 Cent pro Kilowattstunde. Ich bin mal gespannt, wenn ich fertig bin, wie viel ich in der Zeit reinkriege und was es dann tatsächlich kosten wird. So, fertig geladen am Rheincenter in Weiden. Ich konnte nicht mit der App von INBW laden, das hat nicht funktioniert. Ich habe jetzt mit der Plug Surfing App geladen und habe von 40% jetzt auf 61% geladen in circa 1,5 Stunden. Kann jetzt aktuell noch nicht sehen, wie viel das gekostet hat. Ich werde, sobald das in der App aktualisiert ist, in der Plug Surfing App, den Screenshot hier in das Video schneiden. Mein Sohnemann meldet sich lautstark zu Wort. Der mag hier nicht rumstehen, der mag lieber mit mir fahren. Das heißt, jetzt geht's gleich wieder ein Stück auf die Autobahn, dann gibt er wieder Ruhe. Also, Rheincenter, Köln-Weiden, die Beschreibung der Ladesäulen, das soll es soweit gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!